Herzlich willkommen zu einer kurzen Vorstellung von Linux Ubuntu 12.04. Linux Ubuntu ist Ende April 2004 herausgekommen und schauen wir uns gleich also diese Benutzeroberfläche an. Für Windows 7 Umsteiger auf Ubuntu als erstes bemerkenswert hier auf der linken Seite diese Menüleiste. Sie wird hier bezeichnet als der Starter und hier oben ist der sogenannte Dash. Sind hier Verknüpfungen zu bestimmten Programmen. Wenn ich hier drüber fahre, werden hier auf der rechten Seite hier die Hinweise schon eingeblendet. Wenn ich die rechte Maustaste verwende und drauf drücke, habe ich hier die Möglichkeit, bestimmte Dinge zu machen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auswählen mit der linken Maustaste dann, dass Firefox startet. Wenn ich jetzt hier mit der Maus herauf fahre, sieht man, dass hier herum dann die Menüpunkte eingeblendet werden. Bei anderen Betriebssystemen wie Windows 7 sieht man die hier fix eingeblendet. Hier fährt man hinauf und dann sieht man sie erst, kann hier dann also die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Und um Platz zu sparen, haben wir hier die weiteren Punkte für Maximieren und Minimieren. Das ist heruntergelegt worden, hier oben hereingegeben. Jetzt sehe ich hier nirgends Firefox. Wo suche ich Firefox? Ich suche Firefox wieder hier im sogenannten Starter. Wenn ich hier draufklicke, erscheint dann wieder Firefox in dem Zustand, in dem ich es minimiert habe. Ich sehe auf der linken Seite diesen Pfeil. Dieser Pfeil deutet darauf hin, dass ein Fenster geöffnet wurde. Wenn ich jetzt hierher gehe und einen weiteren Tab öffne, kann ich hier weiter surfen wie üblich. Wenn ich hier rechte Maustaste das mache und hier wieder den Firefox starte, geht dann ein weiterer Firefox auf und ich kann mit dem Firefox dann weiterarbeiten. Ich könnte jetzt hier zu einer bestimmten Webseite dann gehen. Gut, ich schließe das hier. Habe also hier den sogenannten Starter mit der rechten Maustaste, kann ich hier dann die entsprechenden Befehle dann, also Programme dann starten. Hier zum Beispiel der LibreOffice Writer, also das Office-Programm dazu. Ich kann es auch wieder schließen. Und hier oben ist das sogenannte Dash. Wenn ich auch mit der rechten Maustaste drauf drücke, bekomme ich eine Übersicht über die wichtigsten Anwendungen und Dateien. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Anwendungen jetzt gehe, bekomme ich hier installierte Anwendungen gezeigt, 124 Programme habe ich angezeigt und hier habe ich dann Programme, die ich zum Beispiel herunterladen könnte. Tatsächlich gibt es natürlich noch mehr Programme bei Ubuntu herunterzuladen, fast alle kostenlos. Und am geschicktesten ist, wenn man es hier über das Ubuntu Software Center macht, hier links im Starter, dann geht das hier auf und ich bekomme eine Liste von Programmen, die ich herunterladen könnte, schön sortiert nach Kategorien und ich habe auch hier die Möglichkeit, wenn ich auf Installiert gehe, mir die bereits installierten Programme anzeigen zu lassen, auch wieder nach bestimmten Kategorien. Also hier bei Spielen zum Beispiel, Grafik und so weiter. Ich gehe nochmal zurück zum Dash. Der Dash ist hier wieder rechte Maustaste, ist die Dash-Startseite hier. Kann ich hier, wenn ich etwas eingebe, die gesamten Programme und Dateien, die bei mir hier eben Ubuntu installiert sind, eben dann durchsuchen. Ich könnte jetzt hier nach einer Indexdatei zum Beispiel suchen, habe sie jetzt hier und könnte sie jetzt dann zum Beispiel öffnen, wenn ich dann draufklicke. Und da springt man dann direkt hin und öffnet die Datei mit dem richtigen Programm. Ich schließe mal das Software Center, rechte Maustaste, Dash, Startseite. Bin ich hier, habe hier zum Beispiel Dateien angezeigt, die könnte aber auch mit zum Beispiel Videos anzeigen lassen, die ich zuletzt gesehen habe. Ja, diese Anzeigen. Das ist hier also dieser Dash. Dieser Dash wird dann zum Beispiel auch dann ganz praktisch, wenn ich bestimmte Dinge dann suche. Ja, wenn ich die Super-Taste drücke, das ist und bei der auf einer Windows-Tastatur ist das die Windows-Taste, bekomme ich hier die Tastenkombinationen, die unter Ubuntu möglich sind, eingeblendet. Und hier auf der linken Seite sehe ich dann beim Starter auch Zahlen eingeblendet. Wenn ich jetzt also die Windows-Taste oder Super-Taste gedrückt lasse und dazu noch den 5er drücke, wird zum Beispiel hier dann das entsprechende Programm gestartet, in dem Fall LibreOffice Writer. Das ist eine Schnellstartleiste. Ja, gehen wir es weiter durch. Hier oben von den Menüeinstellungen habe ich die Punkte zum Herunterfahren zum Beispiel. Wenn ich herunterfahren klicke, könnte ich herunterfahren oder neu starten. Und um die wichtigsten einfach zu zeigen, hier habe ich die Systemeinstellungen. Von diesem Punkt aus kann ich im Prinzip sehr viele Einstellungen, die Ubuntu betreffen, dann eben vornehmen. Hier erreiche ich im Prinzip alle
alle wichtigen Einstellungen zu meinem Computer. Ja. Dann entsprechende Einstellungen für Datum. Dann hier die Lautstärke kann ich verändern. Kann hier noch weitere Audio-Einstellungen vornehmen. Eingabegeräte, entsprechende Effekte, die bei bestimmten Dingen eben dann dargestellt werden sollten. Und bei allen Einstellungen, wenn ich hierher klicke, bin ich wieder bei dem Punkt, den ich hier auch bei dem Menü, das ich hier hätte, auch anwählen können. Ja, gehen wir es vielleicht einmal der Reihe noch durch, bestimmte Dinge, wie man sie machen könnte. Gehen wir mal zum Desktop. Dieser Desktop kann sortiert werden, wenn ich mit der rechten Maustaste auf Arbeitsflächen nach Namen sortieren gehe, kann ich hier dann wieder ihn sortieren lassen. Ich probiere das gleich einmal und sortiert man es dann hier alphabetisch. Zum Desktop zu sagen ist, dass ich hier zum Beispiel zwischen verschiedenen Desktops hin und her wählen kann. Ich habe hier vier verschiedene Desktops angebracht. Wenn ich einen Doppelklick mache, bin ich wieder hier. Ich könnte jetzt also zum Beispiel in Firefox starten, habe dann auf diesen Desktop, gehe dann hierher, wähle mir den zweiten Desktop mit einem Doppelklick aus. Und starte mir jetzt hier zum Beispiel den Google Chrome Browser. Ich gehe jetzt wieder hierher, kann dann wählen zwischen den Desktop-Bereichen, die ich möchte. Das wäre jetzt hier der erste und so weiter und so fort. Ich kann also dann viel mehr Dinge gleichzeitig dann ablegen. Ich gehe jetzt gleich zum ersten wieder zurück. Wie kann man eine Verknüpfung zu einem Ordner oder Programm auf der Festplatte oder dem USB-Stick erstellen? Ja, ich schließe jetzt hier wieder mal dieses Fenster. Man sieht, dass hier oben immer die Menüpunkte zum entsprechenden Programm, das gerade im Vordergrund ist, dann angezeigt werden. Ich schließe das jetzt hier mal und gehe dazu zum Explorer, würde man unter Windows 7 sagen. Hier ist es der Nautilus, rechte Maustaste. Gehe zum Beispiel zum persönlichen Ordner. Diese Bereiche in der Startleiste zeigt mir nichts anderes an, als einen schnellen Blick dann in meine ganzen Ordner und Dateien. Und wo gehe ich jetzt hin? Suche ich mir da etwas aus. Bild habe ich noch keine hinterlegt. Ich könnte jetzt hierher gehen. Doppelklick, also so wie das anderen Programm, weil das hier auch bekannt ist. Gehe ich bei den Bildern vielleicht hinein. Oh, hier habe ich einige Dinge. Geht hierher, mache rechte Maustaste, ich möchte eine Verknüpfung anlegen. Rechte Maustaste, Verknüpfung anlegen. Er hat sie mir jetzt da unten angelegt. Vielleicht finde ich sie dann noch. Dann habe ich das Fenster etwas verkleinert. Suche wieder meine Verknüpfung, denn diese Verknüpfung kann ich jetzt dann auf den Desktop schieben. Da ist sie. Schiebe sie mir dorthin und sie verschwindet jetzt aus dem Ordner und landet jetzt hier auf dem Desktop. Ich habe sie jetzt hier. Kann man den Ordner wieder zumachen. Mit einem Doppelklick springt ihr jetzt dann zu dem Bild, das hier dann eben, auf das ich eben dann diese Verknüpfung dann gemacht habe. Ja. Das wäre hier so eine Verknüpfung. Kann ich natürlich recht leicht wieder auch in den Müll verschieben. In den Müll verschieben bedeutet, dass es hier unten landet. Ich kann dann hier auch den Mülleimer mit der rechten Maustaste wird mir angezeigt, kann ihn dann auch leeren, sofern etwas drinnen ist. Ja, in welchem Menü kann man die Bildschirmauflösung verändern? Das möchte man ja auch manchmal ausprobieren. Könnte man hier auf Systemeinstellungen wechseln und hat dann die Möglichkeit, hier auf Monitore zu gehen, hier im Bereich Hardware. Man kann hier zwischen verschiedenen Einstellungen dann wechseln. Kann hier auch dann andere Einstellungen noch vornehmen. Ich bin aber ganz zufrieden mit der Einstellung und belasse sie jetzt hier. In welchem Menü kann man das Design, das Thema der Benutzeroberfläche verändern? Das könnte man wieder hier machen über die Systemeinstellungen. Geht dann hier auf Darstellung und kann dann hier ein anderes Thema dann einstellen. Radiance zum Beispiel würde dann eine andere Art der Darstellung dann bringen, also andere Schriften werden zum Beispiel dann verwendet, dergleichen mehr. Ja, ich kann auch hier einen anderen Hintergrund zum Beispiel wieder festlegen. Schaut das Ganze schon etwas moderner aus. Ich will das hier. Ja, bleiben wir vielleicht gleich hier dabei. Ja, das wäre zum Thema, zum Design der Benutzeroberfläche. Wie kann man sich jetzt eine Liste jener Programme, die auf dem Computer installiert sind, einblenden? Dazu gehe ich jetzt wieder hier zu diesem Ubuntu Software Center. Das ist jener Bereich, wo
bei dem man sich die rechte Maustaste, Software Center starten, bei dem man sich eben neue Programme dazu installieren kann, beziehungsweise auch die anderen angezeigt bekommt, die man schon installiert hat. Ich gehe hier oben auf Installiert und er blendet mir eine Liste jener Programme ein. Ich habe es vorhin schon darauf hingewiesen, die bei mir installiert sind, hier zum Beispiel bei Entwicklungswerkzeugen oder bei, was Büro betrifft, hier zum Beispiel das ganze LibreOffice-Paket. Ja, dann schließt man das bei Ubuntu Software Center. Dann zur Frage, wie kann man jetzt in einem Programm etwas eingeben, zum Beispiel vor einem Familiennamen. Ja, dann muss man wissen, welches Programm das möglich wäre. Ich könnte das hier über LibreOffice weiter starten und ich gehe wieder hier zum Dash und gebe jetzt hier ein Writer. Und er zeigt mir hier schon die Anwendung an. Und ich kann die jetzt dann mit der linken Maustaste starten, könnte jetzt hier meinen Namen zum Beispiel eingeben. Das ist nicht allzu schwer, wenn man weiß, welches Programm man da verwenden kann. Dann könnte es auch möglich sein, dass ich etwas malen möchte. Das könnte ich ebenfalls wieder hier über den Dash machen. Und ich weiß, ich möchte das jetzt mit GIMP zum Beispiel machen. Gebe ich GIMP ein, klicke drauf und GIMP wird dann schon gestartet. Und da kann ich dann natürlich, wenn ich ein bisschen in GIMP auskenne, kann ich hier dann schon die entsprechenden Befehle dann machen, kann dann hier schon etwas eingeben zum Beispiel. Kannst also hergehen und könnte dann hier oben bei der Datei neu eine neue Zeichenfläche auftun und könnte dann hier anfangen, was zu malen. Ja, ich bin nicht allzu geschickt. Cool. Ich weiß schon, wie ich die Tastatur immer verwende. Ja, Markus könnte ich dann hier eingeben. Kann das hier schließen, möchte es nicht speichern, so schön ist es nicht geworden. Und kann das ganze Programm dann auch noch einmal schließen. Ja, wie könnte man jetzt mit einem Taschenrechner zum Beispiel etwas berechnen? Ich gehe wieder zum Dash, gebe hier einen Taschenrechner, hoffe, dass er mir etwas ausgibt. Ja, bei den Anwendungen hat er dann tatsächlich etwas gefunden, das ist der sogenannte Taschenrechner. Und da kann ich dann 2 plus 2 mir ausgeben lassen und überraschenderweise kommt dann 4 heraus. Das heißt, du siehst schon, über diesen Dash kann man sehr viel an Programmen finden. Ja, wo findet man jenen Bereich, bei dem zuletzt besuchten Dateien angezeigt werden? Das könnte dann wieder hier im Dash dann der Fall sein. In dem Fall mache ich das, schließe ich es einmal so. Dateien und Ordner. Also ich habe hier rechts Dateien und Ordner gewählt. Und da werden mir dann die zuletzt verwendeten dann angezeigt. Ich kann mir auch Ordner anzeigen, die zum Beispiel auf die zugegriffen wurde, heruntergeladene Dateien. Also ich habe einen sehr guten Überblick. Man kann es hier ebenfalls noch dann könnte man es dann noch filtern, also einschränken dann. Und hier unten könnte man, wenn man den Tisch gestartet hat, ich starte jetzt noch einmal, kann man hier dann auch hier die einzelnen Dinge dann anzeigen lassen. Das heißt, von der Anwendung angefangen, über zu den Dateien, Musik, Videos und dann wieder zur Startseite vom Tisch. Das heißt, man muss es nicht immer nach rechts hier so auswählen, sondern kann es dann einfach über die Symbole hier herunten dann auch auswählen. Ja. Und wie kann man sich bei einem maximierten Fenster die Desktop-Oberfläche anzeigen lassen? Ja, entweder schließt man das Programm oder man minimiert es hier. Und dann kommt man aus dem Dash heraus, probieren wir es vielleicht mit einem anderen Programm, vielleicht hier mit dem Firefox, den man starten. Dann kann man jetzt hierher gehen und könnte sich dann hier die Arbeitsoberfläche dann anzeigen lassen. Ihr könnt in die zweite gehen, wie vorhin schon gezeigt. Geht das sehr einfach. Ja, man wird schon aufgefallen sein, dass das hier immer eingeblendet wird. Man kann es sich auch ausblenden lassen. Wenn ich jetzt hierher wieder gehe in die Systemeinstellung, gibt es hier wieder den Eintrag Darstellung. Da kann ich auf Verhalten gehen und könnte hier zum Beispiel festlegen, dass es hier ausgeblendet wird, dieser Starter. Ja. Mach das jetzt einmal so. Wenn ich jetzt hierher gehe, könnte das dann eingeblendet werden, wenn ich zum Beispiel die Super-Taste drücke, wird es wieder eingeblendet. Oder wenn ich hierher fahre. Ich möchte das jetzt aber wieder schauen, dass das wieder eingeblendet bleibt. Kann das jetzt hier noch über einen anderen Weg machen, über Hinterkonto Arbeitsfläche einblenden. Das heißt hier über Systemeinstellungen und dann eben Darstellung kann ich es auch hier machen. Schalte mir das Ganze dann aus. Ich habe es wieder eingeblendet. Je nachdem, ob ich eben einen größeren Monitor oder einen kleinen Monitor habe, kann ich das dann
hier dauerhaft eingeblendet lassen oder eben auch ausblenden. Ja. Wie könnte ich mir jetzt die Lautstärke verändern? Ich fahre dann hier einfach herauf. Ich gehe hier zu diesem Audio-Symbol und könnte jetzt hier die Lautstärke dann auf leiser oder lauter stellen oder eben dann hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel zur Aufnahmelautstärke, wie laut etwa im Video abgespielt wird, Klangeffekte und ich könnte auch dann bestimmten Anwendungen auch noch eigene Einstellungen zuordnen, wie also dann wie die Lautstärke verändert werden sollte. Ja, wie kann man bei Windows den sogenannten wie kann man bei Ubuntu die Systemüberwachung starten? Bei Windows wäre das ja der Task Manager. Ich gehe wieder zum Dash und gebe hier ein Systemüberwachung. Wir haben gleich, ich habe System eingegeben, und dann wird das hier gestartet. Und da habe ich hier dann einen Zugriff auf mehrere Prozesse in dem Fall. Hier kann ich mir die gerade laufenden Prozesse eben anzeigen lassen, also welche Programme, welche Prozesse um genau gesagt laufen da gerade im Hintergrund. Genauso könnte ich mir die Ressourcen anzeigen lassen, also wie viel Prozent des Prozesses, der CPU wird ausgelastet, wie viel Speicher habe ich zum Beispiel ausgelagert. Ja, solche Einstellungen. Das kann sehr praktisch sein, weil man dann mit der rechten Maustaste zum Beispiel bei Prozessen hier einen Prozess zum Beispiel beenden könnte. Also ich muss mal genau aufpassen, welchen Prozess man beendet, weil sonst vielleicht das gesamte Betriebssystem abstürzen würde. Aber wenn ein Programm zum Beispiel nicht mehr reagieren könnte, dann muss man es hier dann eben beenden. Ja, wie kann man jetzt den Dateimanager, bei Ubuntu ist das ja Nautilus, dann sich einblenden lassen. Man geht also hierher, macht rechte Maustaste, wählt sich dann einen Bereich aus, den man da geöffnet haben möchte. Zum Beispiel ein neues Fenster öffnen. Und ich kann von hier aus dann schon auf das Dateisystem zugreifen, auf die Ordner oder eben auf meine eigenen Dateien, auf meine persönlichen Ordner letztlich. Wenn ich hierher gehe und das Rad zwischen den beiden Maustasten drücke, kann man zum Beispiel hier einen weiteren Ordner öffnen. Man muss also nicht immer über den Starter dann unter der rechten Maustaste etwas sich anzeigen lassen, sondern kann es sehr einfach dann mit einem linken Mausrad machen. Funktioniert übrigens auch beim Firefox. Also diesen Rad zwischen den beiden Maustasten, sofern du eine Maus mit einem Rad hast, einmal draufdrücken und dann wird das entsprechende Programm, das du gerade unter dir hast, mit deiner Maus im Starter dann geöffnet. Ja, bei welchem Bereich des Betriebssystems kommt man Überblick über die gerade verwendete Verbindung des Netzwerks? Da könnte ich jetzt hier wieder zum Dash gehen, gebe hier etwas ein mit Netzwerk. Und sucht dann hoffentlich etwas, was dazu passt. Und ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich gehe mal hier auf Netzwerk, schauen wir, was mir eingeblendet wird. Und sehe dann hier schon, dass mein Netzkabel gebunden ist. Das heißt, ich bin an einen LAN angesteckt. Ja. Und habe dann hier diese ganzen restlichen Einstellungen dann auch wieder. Das heißt, ich komme hier auch über Systemeinstellungen. Komme ich dann auch zu diesem selben Bereich hier, Netzwerk. In dem Fall wäre das. Und komme auch wieder zurück. Das läuft alles letztlich immer wieder über Systemeinstellungen. Bei welchem Menü bekommt man die Eigenschaften einer Datei angezeigt? Ich werde, wie du schon dir vorstellen kannst, in den Nautilus gehen. Werde meine Datei aussuchen, diese hier zum Beispiel rechte Maustaste. Und kann dann hier, ähnlich wie bei Windows, dann mir die Eigenschaften einblenden lassen von den Zugriffsrechten über die Frage, mit welchem Programm eben dieses Programm diese Datei dann, mit welchem Programm es dann geöffnet werden sollte. Ja, wie kann man mit Hilfe des Dateimanagers einen neuen Ordner erzeugen? Das geht dann insofern, ich bin hier in einem Verzeichnis, gehe zum Beispiel ins Verzeichnis Bilder hinein. Was möchte ich noch? Dokumente, mache rechte Maustaste im Ordner und gehe auf Neuen anlegen und kann jetzt hier zum Beispiel den Namen vergeben, Probe. Ich habe hier also einen neuen Ordner dann angelegt. Ich kann auch wieder hier rauf, wenn ich bin hier gerade herinnen. Dann werden mir ebenfalls dann Menüpunkte dann dargelegt, vom neuen Ordner anlegen, über ein neues Dokument anlegen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da oben werden immer wieder die entsprechenden Menüpunkte des Programms, das ich gerade im Vordergrund habe, eingeblendet. Wie kann man es besonders bequem einrichten, dass zwei Fenster links und rechts sich den Bildschirm teilen? Machen wir erst einmal zwei auf.
Nehmen wir mal zwei Nautilus-Dokumente, nicht Dokumente, sondern Fenster. Wenn ich vergessen haben sollte, wie die Tastenkombination dann ist, mache ich dann folgendes. Ich drücke die Super-Taste, das ist die Windows-Taste, und es wird mir hier die Tastenkombination eingeblendet. Und ich schaue jetzt hier durch, was das dann sein könnte. Und schaue dann hier bei Fenster und dann steht dann hier, verteilt alle Fenster auf der aktuellen Oberfläche. Probiere ich einmal, was dann passiert. Aha, macht alles so. Lasse ich das dann los. Oh, ich weiß nicht recht. Das war so schön hingestellt, aber ich möchte es schön links und rechts haben. Und sehe dann hier halb maximiert das aktuelle Fenster. Also mache dann Steuerungstaste super und links. Das heißt, ich lasse es jetzt los, wähle mir hier ein Fenster aus, drücke die Steuerungstaste, Super-Taste und links. Bekomme das hier so angezeigt. Hier mache ich das dann rechts, also die Steuerungstaste drücke ich, dann die Super-Taste, also die Windows-Taste und die Rechtstaste und habe das hier dann so schön eingestellt. Ja. Also nicht vergessen, wenn man länger auf die sogenannte Super-Taste, Windows-Taste drückt, bekommt man hier dann die Tastenkombinationen dann auch eingeblendet. Wie kann man von einem Dateimanager angezeigten Datei aus einer Verknüpfung Desktop erstellen? Das haben wir vorhin schon gemacht. Ich öffne wieder hier ein Fenster. Mache hier jetzt eine Verknüpfung. Verknüpfung anlegen. Ja. Und dann ziehe ich diese Verknüpfung hier jetzt auf den Desktop. Hier ist sie verschwunden. Und hier ist sie. Und wenn ich die jetzt hier öffne, dann habe ich die Verknüpfung hierher und öffne mir diese Datei in einem entsprechenden Programm. Ja. Das kann ich hier dann wieder in den Müll verschieben, lade dann hier erinnern und könnte ich die Verknüpfung dann auch endgültig löschen, wenn ich hier Müll leeren wähle. Ja, wie kann man vom Dateimanager aus festlegen, mit welchem Programm eine Datei jetzt geöffnet werden sollte? Das kann ich jetzt hier machen, indem ich meine Datei aussuche, rechte Maustaste, gehe auf Eigenschaften. Gehe dann hier auf Öffnen mit und kann dann hier festlegen, zum Beispiel mit welchem Programm es dann in Zukunft geöffnet werden sollte. Kann andere Anwendungen auch noch zeigen lassen, große Liste an Anwendungen. Bin aber wahrscheinlich zufrieden mit dem, was er mir eh vorgeschlagen hat. Und klicke auf Schließen. Ja, wie kann man jetzt die Dateirechte festlegen? Es kann ja sein, dass man manche Dateien nicht verändert haben möchte, dass man sie nicht aus Versehen verändert. Kann man hier rechte Maustaste wieder wählen. Ich wähle mir natürlich vor, dass entsprechend die entsprechende Datei ausgehe auf Eigenschaften. Ich kann hier bei den Zugriffsrechten zum Beispiel festlegen, dass sie nur gelesen werden dürfen. Also es darf nicht hineingeschrieben, es darf nicht verändert werden. Ich kann hier auch festlegen, wer sich das Ganze dann nur anschauen darf. Jemand, der einer bestimmten Zugangsberechtigung das machen kann, einer bestimmten Gruppe angehört, also der sich unter dem Nutzernamen Schule zum Beispiel angemeldet hat. Das könnte ich hier alles ausführen. Und ich kann auch festlegen, das kann zum Teil sehr wichtig sein, zum Beispiel, dass ich ein Programm, dass ich eine Datei auch als Programm ausführen kann, dass da auch wirklich gestartet wird. Das ist zum Beispiel manchmal notwendig, wenn du aus dem Internet eine Programmdatei herunterladest, dann ist sie aus Sicherheitsgründen bei Ubuntu normalerweise nicht markiert als Datei als Programm ausführen. Und dann wunderst du dich vielleicht beim Doppelklick, dass sich nichts tut. Dann solltest du dir die Dateieigenschaften anschauen, die Zugriffsrechte und hier dann das Hackerl bei Datei als Programm ausführen, dir dann auswählen. Wie kann man den Papierkorb öffnen? Das wäre dann hier, rechte Maustaste. Und dann Doppelklick, aber jetzt ist momentan nichts drin, wie man auch jetzt hier sieht. Ich habe es gleich zweimal drauf geklickt. Und dann kann man es auch dementsprechend leeren mit der rechten Maustaste. Wenn ich hierher fahre und dann mit dem Eintrag Papierkorb leeren dann auswähle. Ja, wie kann man sich den freien und belegten Speicher eines Datenträgers anzeigen lassen? Das kann man hier dann wiederum über die Systemüberwachung dann von der Festplatte sich dann anzeigen lassen. Ja, und wenn man einen USB-Stick eingesteckt hat, hier die Dateisysteme, wird hier nicht angezeigt, dass da 90% belegt sind, noch 10% nur noch frei sind. Wenn ich da einen USB-Stick eingesteckt habe und erkannt wird, dann sehe ich das dann auch dementsprechend. Wie kann man USB-Stick auswerfen? Der USB-Stick würde dann hier angezeigt werden, ich könnte dann mit der rechten Maustaste drauf gehen und dann würde dann angezeigt werden, sicher entfernen. Und das würde ich da auch empfehlen, dass das auch dann keine Schwierigkeit mit einem USB-Stick gibt. Wie kann man die sogenannte Systemsteuerung bzw. Systemeinstellungen aufrufen? Das haben wir jetzt schon mehrfach gemacht. Es geht hier über die Systemeinstellungen.
und kann von hier aus dann entsprechend wichtigen Einstellungen bei deinem Ubuntu-Betriebssystem dann vornehmen. Ja, bei welchem Menü können die wichtigsten Systemeigenschaften eingeblendet werden? Ich gehe wieder hier zum Dash. Ich gebe hier vertiefen sollte man sich nicht. Ich gebe hier System ein. Und habe dann hier dann die entsprechenden Eingabemöglichkeiten. Hier Systemüberwachung kann man hier dann wieder die entsprechenden Eigenschaften meines Betriebssystems bzw. des Computers dann anzeigen lassen. Hier kann man eine bestimmte Grafik als Desktop-Arbeitsfläche Hintergrund festlegen. Das haben wir vorhin schon gemacht. Ich gehe hier rechte Maustaste, Hintergrund der Arbeitsfläche verändern. Kann man hier dann entsprechende auswählen. Kann hier auch Farben und Farbverläufe dann hier festwählen. Ja, und hier, wenn ich draufklicke, gibt es eine entsprechende Einstellung, die ich eben dann wünsche. Nehmen wir die hier zum Beispiel, ist auch nicht schlecht. Wie können Updates im Betriebssystem installiert werden? Ich gehe hier herauf und habe hier den Eintrag Anwendung sind aktuell oder nicht. Das ist eben dann die letzte Prüfung, bei der das eben dann stattgefunden hat. Und kann dann hier auf Prüfen klicken. Ich habe das hier gerade momentan ausgeschaltet. Klicke hier auf Prüfen und da sucht man dann, ob es eben dann dementsprechende Updates zu meinem Betriebssystem gibt. Und das Praktische ist in diesem Fall hier, dass nicht nur fürs Betriebssystem Updates gesucht werden, sondern für mehr oder weniger alle Programme, die bei mir hier am Computer installiert sind. Das ist sicherlich ein großer Unterschied gegenüber Windows, weil ich hier zwar Updates in der Regel für Windows selber bekomme, aber nicht für die verschiedenen Programme, die ich installiert habe. Die muss ich immer in der Regel händisch nachinstallieren. Oder das entsprechende Programm sorgt dann selber oder muss dafür sorgen, dass es dann immer wieder aktualisiert wird. Und hier geht alles praktisch an einem Punkt aus und erledigt dann fürs Betriebssystem selber und für alle Programme das ganz automatisch. Kann ich das Betriebssystem selber neu starten? Ich gehe hierher, wähle mir den Punkt herunterfahren aus und kann mir jetzt überlegen, ob ich neu starten oder herunterfahren mir dann aussuche. Ja, dann wieder zu Dateien zurück. Wie komme ich zu meinen eigenen Dateien? Das ist hier möglich über den persönlichen Ordner. Wenn ich hier rechte Maustaste wähle, komme ich hier dann zum persönlichen Ordner. Mache dann mal so. Und ich mache es wieder so, dass ich einfach hier den Nautilus starte. Und komme dann hierher und kann dann hier dann auf der linken Seite dann einen persönlichen Ordner auswählen. Die Arbeitsfläche, was auf der Arbeitsfläche ist, mir anzeigen lassen zum Beispiel. Also auf die ganzen Möglichkeiten vom Datei Explorer, also dem Nautilus, zugreifen kann. Wie kann ich gezielt nach bestimmten Dateien suchen? Das mache ich hier wieder über den Dash. Ich starte mit dem Dash, suche mir daher unten aus, welche Kategorie ich suchen möchte. Das werden hier in dem Fall die Dateien. Ich kann dann hier bestimmte Dinge eingeben, kann hier dann auf der rechten Seite eben dann die Suchergebnisse filtern, bestimmte Einstellungen vornehmen, dass er zwischen nur nach Videos sucht oder nur nach Orten oder nur nach Musik. Das geht ja auch sehr praktisch. Ja, und zum Schluss natürlich noch einmal zur Erinnerung, der Hinweis, wie funktioniert dann die sogenannte Windows- oder Super-Taste. Ich drücke drauf und bekomme hier dann nochmal zur Erinnerung alle Tastenkombinationen eingeblendet. Und auf der linken Seite hier wieder die Kombination mit 3 oder 2 oder 1 oder was auch immer. Und dann wird dann das entsprechende Programm gestartet. Ich habe jetzt hier 5 gewählt und es wurde hier der Writer gestartet. Wenn du jetzt hier die Startleiste etwas umsortieren möchtest, klickst du einfach mit der linken Maustaste drauf, Leiste gedrückt und kannst hier dann die Reihenfolge dann hier dann verändern. Und nicht vergessen, ein- und ausblenden kannst du wieder so machen von dieser Startleiste, indem du hier dann hineinwechselst zu den Systemeinstellungen, bei der Darstellung dann hereingehst und dann auf Verhalten gehst und dich dann entscheidest, ob das ausgeblendet werden soll oder eingeblendet bleiben soll. Ich hoffe, dass ich jetzt mit den wichtigsten Punkten für Einsteiger in Ubuntu 12.04 einen Einblick verschafft habe, dass du dich bei dieser Version von Ubuntu zurechtfindest und dass du diese Ubuntu Linux, diese sehr gelungene Ubuntu Linux Version auch dann tatsächlich produktiv verwenden kannst. Danke für das Zusehen und bis zum nächsten Mal.